Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Samstag zu meinem neuen Video. Heute soll es darum gehen, wie du Frauen kennenlernen kannst, obwohl du schüchtern bist. Ich zeige dir den genauen Schritt-für-Schritt-Prozess, wie du an den Punkt kommst, dass du regelmäßig Frauen kennenlernen kannst, obwohl du jetzt das Gefühl hast, okay, ich traue mich noch nicht so wirklich. Denn viele meiner Coaching-Teilnehmer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, online oder offline, haben dieses Problem und das lässt sich lösen. Da musst du dir keine Sorgen machen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger bei dir als bei jemandem, der sich schon mehr traut, aber du kannst es auf jeden Fall auch schaffen, regelmäßig heiße Frauen zu daten. Bevor du das Video anschaust, klick noch da oben auf das Bild. Dort kannst du dir einfach mein gratis E-Book in 3 einfachen Schritten jede Frau bekommen runterladen. Du wirst außerdem Teil meines Online-Coachings, in dem du noch zusätzlich wertvolle Informationen bekommst, die du hier auf dem YouTube-Channel oder bei mir bei Facebook oder im Podcast nicht bekommen kannst. Das heißt, sich dort einzutragen ist sehr wertvoll. Mach das auf jeden Fall. Also, du bist etwas schüchtern und traust dich deshalb, keine Frauen anzusprechen. Okay, vollkommen in Ordnung. Habe ich schon oft erlebt, geht vielen Männern so. Der erste Schritt, den hast du ja schon gemacht und erkannt, okay, ich bin schüchtern und das ist ein Problem, wenn ich Frauen ansprechen will. Super, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, denn viele Männer sind so, ach was, schüchtern? Nein, die gefällt mir einfach nicht. Ich erinnere mich noch dran, wie ich in Hannover mit einem Kumpel unterwegs war, der von mir wollte, dass ich ihm so ein bisschen zeige, hey, Frauen ansprechen, wie machst du das denn? Und dann waren wir unterwegs und dann war da eine Frau, die ihm gefiel und ich habe gesagt, hey, sprich sie doch an. Und er hat zu mir gesagt, nein, sie hat zu kurze Haare. Ja? Also viele Männer erfinden die dümmsten Ausreden, nur um die Frau nicht ansprechen zu müssen. Wenn du jetzt an dem Punkt bist und sagst, hey, ja, ich bin schüchtern und deswegen traue ich mich momentan noch nicht, dann ist das ein toller Schritt, weil das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, zu erkennen, okay, da ist ein Problem und das ist das Problem, nämlich Schüchternheit und jetzt kann ich es lösen gehen. Also, wie du das Problem löst. Ganz wichtig für dich ist, dass du mit kleinen Schritten anfängst. Das ist wirklich super, super wichtig. Ja, wenn du Leute siehst, die eine Frau ansprechen und eine Nummer bekommen und du denkst dir, hey, das werde ich in meinem Leben nicht schaffen, dann musst du das doch gar nicht. Du bist gar nicht an diesem Punkt. Ja, du kannst ganz, ganz klein und simpel anfangen. Fang einfach an, indem du eine Frau ansprichst und sie nach der Zeit fragst, eine fremde Frau. Wenn das zu viel für dich ist, dann frag einen fremden Mann. Frag eine fremde Oma. Frag sie einfach nach der Zeit. Es gibt ganz, ganz großartig erfolgreiche Männer mit dem Thema Frauen, die haben so angefangen, ja, Frauen oder Omas nach der Zeit fragen, ja. Frag sie nach der Zeit, frag sie nach einer Richtung, nach einer, wo geht's hier hin und fang so an. Was du damit machst, ist, dass du erstmal diese Scheu, diese Angst überwindest, überhaupt jemand Fremden anzusprechen. Na klar, eine fremde Frau anzusprechen und ihr zu sagen, dass sie dir gefällt, ist natürlich viel größer, als eine Oma anzusprechen und sie nach der Zeit zu fragen. Das ist natürlich bedeutend einfacher. Und so fängst du halt an. Von da aus, von der Oma mit der Zeit, kannst du dich eben steigern zu, du sprichst einfach eine Frau an, die dir gefällt und fragst sie nach dem Weg. Ja, und vielleicht stellst du dich dann noch vor und sagst dir, dass du sie ganz süß findest. Musst du aber nicht, vielleicht fragst du sie erstmal nur nach dem Weg. Ja, und wenn du das gemeistert hast, dann gehst du eben aufs nächste Level und sprichst eine Frau und sagst ihr einfach mal, oder machst ihr einfach mal ein Kompliment, ja. Ohne die Absicht, mit ihr die Nummern zu tauschen oder sie ins Bett zu bekommen, mach ihr einfach ein Kompliment. Hey, ganz kurz, ich finde, du bist einfach super angezogen heute, das wollte ich dir mal sagen. Mach dir einen schönen Tag, ja. Nächstes Level. Wenn du das gemeistert hast, dann gehst du zu einer Frau hin, machst ihr ein Kompliment und stellst dich einfach mal vor und versuchst mal ein Gespräch daraus zu machen. So wirst du, kommst du von diesem Schüchternheitspunkt zu dem Punkt, zu dem du eigentlich willst. Natürlich, wenn du Leute siehst, die sofort Frauen auf der Straße die Nummer holen, mit denen sofort Dates haben auf der Straße, klar, da wäre ich auch überfordert, wenn ich schüchtern wäre, aber das ist auch gar nicht dein Ziel. Und du wirst dich wundern, wie schnell du tatsächlich gut wirst, wenn du diese Babyschritte machst, ja? Erste Woche, es geht nur darum, nach der Zeit zu fragen. Zweite Woche, es geht nur darum, eine hübsche Frau nach dem Weg zu fragen. Dritte Woche, es geht nur um Komplimente. Vierte Woche, nur Komplimente und dich vorstellen und vielleicht versuchen, das Gespräch zum Laufen zu bringen. Fünfte Woche, versuchen, einminütige Gespräche mit den Leuten hinzubekommen. Und so geht es immer weiter und so wirst du immer besser. Und du wirst so schnell Erfahrungen sammeln, dass du innerhalb von wenigen Monaten wirklich heiße Frauen regelmäßig daten kannst. Vorausgesetzt, du ziehst es natürlich durch. Das ist immer ganz wichtig. Ja, man kann auch, und da habe ich schon mal ein anderes Video zu gemacht, man kann es auch so machen, dass man zum Beispiel sich vor dem Ansprechen vorstellt, was alles Gutes passieren kann, denn oft ist es so, dass Männer, die schüchtern sind, sich vor dem Ansprechen sehr viele schlimme Outcomes, sehr viele schlimme Ergebnisse vorstellen und sich denken, oh nein, was ist, wenn sie mir in die Fresse haut, was ist, wenn sie mich judomäßig auf den Boden wirft, was, wenn ihr Freund kommt und mich judomäßig auf den Boden wirft, was, wenn diese alte Oma nebenan das sieht und sich aufregt darüber. Das sind ganz oft Gedankengänge, die bei schüchternen Männern vorkommen und die dann dafür sorgen, dass sie noch weniger bereit sind, die Frau anzusprechen. Aber wenn du die Frau siehst, die dir gefällt, stell dir einfach mal vor, wie ihr ein geiles Gespräch habt, wie ihr Nummern tauscht, wie ihr zusammen zu dir nach Hause geht und vielleicht auch, wie ihr zusammen Sex habt. Ja? Dann hast du eine ganz andere Motivation, auf diese Frau zuzugehen, als wenn du dir diese negativen Sachen vorstellst. Also nochmal zusammengefasst.
Babyschritte, ja. Erst nach der Zeit fragen, dann vielleicht nach dem Weg fragen, dann ein hübsches Frau ein Kompliment machen, dann Kompliment und sich vorstellen. Kompliment, sich vorstellen, kurz mit ihr reden, eine Minute und so geht es immer weiter. Zusätzlich dazu stell dir einfach immer die positiven Outcomes vor, die positiven Ergebnisse statt die negativen. Das wird dir zusätzlich Motivation geben und wenn du diese beiden Sachen machst, und das ist immer das größte Problem der Leute, sie machen das nämlich einfach nicht. Vielleicht bist du schüchtern, siehst das jetzt und denkst dir so, ja, gute Tipps, ja, toll, ja, super, das klappt bestimmt. Gehst aber morgen nicht raus. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Geh raus. Nur wenn du rausgehst, kann das auch funktionieren. Schön, dass du hier warst. Schön, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, dir als schüchterner Mann konnte dieser Tipp helfen, beziehungsweise weiß ich, dass er dir helfen wird, wenn du ihn umsetzt. Das habe ich nämlich oft genug gesehen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Da bin ich schon auf dem Meditationsrückzug. Davon habe ich dir schon erzählt. Wenn nicht, dann schau nochmal das Video vom Donnerstag über das Thema Meditation. Aber natürlich werden weiterhin Videos kommen, die nächsten 10 Tage. Ich freue mich, dich Donnerstag wiederzusehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.